Hey, Kinders, willkommen zurück zu Escape from Tarkov. Willkommen, willkommen hier zu einem ungeschnittenen Video. Ich will euch geschwind ein paar Dinge zeigen und dann direkt wieder mich in die Schoße reinstürzen. Wir haben den Task bei Prepper jetzt erledigt. Ich habe ihn recht easy fertig machen können durch eure Tipps. Und zwar, mir haben nur noch diese Shotguns gefehlt. Es sind übrigens MR-133 und nicht MPs. Da hat er irgendwie einen Schaltfehler drin. Die kann man einfach kaufen oder die konnte ich einfach kaufen. Beziehungsweise tauschen gegen drei Pistolen bei, ich glaube, Skia war das? Ja, genau, bei ihm war das. Und zwar ist sie hier. Diesen Deal bin ich eingegangen, da hatte ich dann die dritte und konnte dann den Task abschließen. Es gab jetzt nichts Weltbewegendes. Ihr seht es ja hier. Es gab wieder so eine PM-Pistole, drei Magazine, dann 3000 Rubel. Und ich kann jetzt bei ihm eben diese Kalaschnikow kaufen. Das heißt, wir können jetzt bei ihm eine Kalaschnikow kaufen. Ich nehme an, das soll sie sein. AKS. Ist das die? I don't know. Ich denke schon. Ich glaube, davor konnte man nur diesen Tausch eingehen, aber keinen Kauf eingehen. Ich habe jetzt auch sein Vertrauen etwas gesteigert, und zwar eben ja, auf 0,05. Aber wenn 1 Million $ gespendet sind und wir Level 15 sind und, keine Ahnung, dann kann man hier auf 2 schalten und dann geht's richtig rund, ist logisch. Ich habe direkt die neue Quest von ihm angenommen und die ist an sich, klingt sie recht einfach, und zwar sollen wir dieses... The key from the tank. Wir sollen diese Pocket, diese Watch finden. Und zwar auf, und das ist halt haarig, auf Factory. Oder Moment. Check at the Factory. Moment. Habe ich es vielleicht gar nicht richtig gerafft? Ich bin davon ausgegangen, als ich die angenommen habe, dass wir auf Factory spielen müssen. Aber I had a pal who drove the tank truck at the Factory. Vielleicht aber auch einfach at the Factory auf Customs. Okay, das muss ich, vielleicht kann das von euch jemand geschwind googeln. Ich werde jetzt trotzdem mal meinem ersten Gedanken nachgehen. Und zwar dachte ich, ich muss auf Dingenskirchens, auf Factory gehen und das Ding da snacken. Ich mache das jetzt mal geschwind. Ich war mir ziemlich sicher, dass es auf Factory ist, aber er hat nur den Truck von der Factory gefahren. Das heißt, möglicherweise ist es auch einfach auf Customs, so wie auch die erste Quest. Und man muss dort eben zur Factory zu einer der Factories. Ich wüsste da, glaube ich, auch schon, wo es wäre. Ja, genau. Hoppala. Ich wollte jetzt nicht austappen, ich bin aber rausgetappt. Ich glaube, in seinem Room. Das heißt, da hinten in diesen Gebäuden, wo diese ganzen Räume sind, ihr wisst schon. Was habe ich jetzt gestartet? Das habe ich echt Factory gestartet, nicht Grasdackel. Naja, egal. Da gehe ich jetzt halt mal direkt hin und guck oben. Also ich dachte, es wäre auf der Map Factory oben in diesen 2 oder 3 Räumchen, die man da begehen kann, wo immer die Hardcore-Action ist. Da bin ich auch vorhin schon kurz hoch und habe dann versucht, da mal reinzulinsen und zu gucken, ob ich da was finde. Aber es ist das totale Massaker, also es geht gar nicht. Die Leute sind da so krass drauf. Also entweder ist da alles voll mit Leuten oder die Bots stehen drin rum und rasten brutalst aus. Ich dachte da oben, aber at the Factory... Das könnte natürlich auch einfach auf Customs sein. Es könnte generell sein, dass sich die Auftraggeber irgendwie auf bestimmte Maps beschränken. Naja, vielleicht weiß ja jemand von euch schon mehr. So. Wir gucken. Ach, ich muss direkt kurz das Headset ein bisschen leiser machen. Ich habe vorhin noch Counter-Strike aufgenommen. Da mache ich es gerne sehr, sehr laut. Weil das Spiel an sich bei mir einfach leiser gepegelt ist. Oh Gott. Ihr merkt, wie der Hase abgeht. Also im Gesamten ist es leiser gepegelt. Aber Tarkov, da kriege ich einen Herzinfarkt. Wenn da einer neben mir schießt und ich das auf volle Pulle habe, dann fliegen mir echt die Ohren raus. Natürlich wollen wir jetzt nicht unnütz hier rumschlappen und lieber noch ein bisschen Loot einsacken. Okay, es klingt jetzt direkt wieder ruhig. Sonst ist es hier etwas lauter. Möglicherweise hat er uns aber jetzt auch schon gehört dadurch, ne? Und kommt gleich her, natzt uns. Werden wir gleich sehen. Ich mach gleich langsam. Und zwar muss ich nämlich dann hier an diese Truhe gehen, die direkt auf der Treppe ist. Und ich habe ein bisschen Schiss, denn... Also... Da oben rennt jemand. Ich habe es mit Wollen jetzt schon getestet. Man hört das Ultra, wenn jemand so eine Kiste aufmacht. Und du bist in der Nähe, hörst du das voll. Also das heißt, hier oben kann einfach jemand stehen? Oh oh. Da labert schon einer. Klingt nach einem Bot. Hier oben könnte einfach ein Spieler stehen. Der hört das, wie wir das ja auch mal, dieses Klack. Und kann uns einfach von hinten umnatzen. Das wäre natürlich eine Frechheit. Er stand oben. Er war oben auf dem Vorsprung. Ich stand da so dumm.
Macht nichts, egal, wir haben immerhin ein bisschen was eingesackt. Wir gehen direkt auf die andere Map. Also ich glaube, es ist doch die, ja, die andere eben. Warte mal kurz. Kurz den Shot darüber ziehen. So. Ich habe ja nichts zum direkten Verkaufen, genau. Ich mache kurz eine. Ach, wisst ihr was? Ich gehe als Scav einfach da drauf, oder? Soll ich als Scav drauf gehen? Ich hätte eine Pump, nee. Ich gehe mit einer Pistole. Ich gehe mit einer Pistole hin. Ich nehme einfach jetzt. Warte mal kurz, ich will die Dinger aus den Kisten leer machen. Was habe ich denn? Warum habe ich da so viel Munition drin? Ich will eigentlich nicht mehr so viel Munition in diesen blöden Dingern drin haben. Ich glaube, die muss rein, ne? Die Munition, oder? Ich mach's mal so. Ich glaube, die ist es, warte mal. Ja, die ist es, okay. Dann nehme ich eins mit zum Direktnachladen, das andere ist hier drin, falls wir verkacken, dass ich das Magazin noch habe. Die Pistolen kriegen wir recht oft. Die kriegt man in der Lowest Scav-Runde, ist man dann, oder hat man die ausgerüstet. Das heißt, da könnte man dann, falls man echt Probleme hat mit dem Geld, könnte man dann drauf gehen. Auf diese Pistole, aber bei uns passt es ja. Okay, gut, was mache ich jetzt hier? Wir starten, wir starten. Es geht vom Türkuf. So, Customs. Ich werde es natürlich auch noch nachschauen, auf welcher Map ich jetzt diese Quest speziell machen muss. Aber falls es jetzt echt auf Tarkov ist, auf Customs ist, wüsste ich, glaube ich, so ungefähr, wo ich hin müsste. So circa. Oder wartet mal, dafür mache ich mir vielleicht doch noch die Map auf. Nicht ausrasten, ich bin gerade auf dem Desktop. Und mache mir geschwind die Map auf. Ich habe mir da einfach so eine Online-Map gespeichert. Das Spiel ist ja eh noch nicht ready. Ah, ihr seht ja sogar, wie es weitergeht. Perfekt, das heißt, ich kann hier minimieren. Und ihr seht trotzdem alles. Das ist so wie bei. Ach, wo ist es auch? Bei PUBG. So, die Map ist offen. Genau, wir haben hier nämlich Factory Shacks. Wir haben hier Warehouse. Und wir haben oben eben diese Baracken. Factory Far Corner. Also, ich denke, bei Warehouse 4 habe ich jetzt was vermutet. Es hieß, er fährt den Fuel Tank. Fährt der rum. Zur Factory. Wahrscheinlich ist es doch eher auf der Map Factory, oder? Meint er nicht auch? Ah, wohl. Bei Warehouse 17 ist auch ein Ausgang. Da ist ein Ausgang. What? Okay, irgendwie sehe ich jetzt auf einmal Ausgänge, die ich noch nie. Hat sich die Map aktualisiert oder was? Naja, ich habe ja gerade von Bomb Rats eine Map. Ah, die seht ihr jetzt halt. Ich kann es euch nicht aufmachen. Ja, von Bomb Rats habe ich eine Map auf. Gottes Willen, sind wir jetzt hier mit dem Gewitter gelandet oder was? Leider dauert es immer so ein bisschen, bis Customs das erste Mal, wenn man eine Session neu startet, geladen ist. Danach geht es immer viel, viel schneller, aber jetzt nicht. Oder zumindest kommt mir es immer danach schneller vor. Ja, also wir haben hier noch Warehouse 17, den kenne ich gar nicht, den Ausgang. Der ist da drüben, der ist in der Nähe von dem Ruaf Roadblock, also wenn man die Map vor sich hat, nach links. Naja, mal gucken, dass wir nicht direkt genatzt werden, das wäre jetzt etwas blöd. Ah, geil. Obwohl, gar nicht so. Ne, es ist doch irgendwie kacke. Ich hasse es hier zu spawnen. Wir sind drüben am bei Crossroads. Halt, wo ist der Ausgang? Kurz mal schauen. Ach, war ja klar. Naja. Immerhin kann ich da eine Sache looten. Da ist ein Fuel Tank. Truck. Oh, da vorne ist jemand gelaufen, hab's gesehen. Ich glaube, es ist ein Bot. Bin mir nicht sicher, ob mich. Er hat mich echt getroffen, das ist doch ein Scherz. Das war wahrscheinlich ein Spieler, ne? Und kein Bot. Weiß nicht, ob ein Bot da also ob ein Bot das überhaupt gemacht hätte. Hätte er mich überhaupt so gesehen aus der Entfernung? Na gut, das ist ehrlich der Tag. Naja, müssen wir halt so reingehen auf Custom Marino. So. Und darauf hoffen, dass wir einen chilligen Spawn haben. Jetzt können wir auch direkt die Dinge überprüfen, wie das mit der Ladezeit ist. Ja, ach so, ich wollte euch eh noch was fragen. Genau, das trifft sich ja. Und zwar, es hat niemand danach gefragt. Ich möchte es aber trotzdem einmal. Ich möchte einmal dazu eure Meinung wissen. Und zwar habe ich ja bei diesen Videos keine Facecam. Weil ich mir dachte, Tarkov bietet einem von sich aus eine extrem geile Atmosphäre und auch mit Absicht so gut wie kein Overlay. Keine Anzeigen und sowas. Oder fast keine. Da dachte ich mir, es ist irgendwie Schwachsinn, wenn ich dann. Merkt ihr was? Wie schnell das jetzt geht? Jawohl, ich bin hier. Mein Lieblingsding, Spawn. Da ist es Schwachsinn, wenn ich euch jetzt mit einer Facecam nerv, oder? Also. Es hat keinem bis jetzt gefehlt, diese Facecam. Ich hoffe, das ist auch weiterhin so. Ach, leck mich doch am Ärmel. Das ist doch gerade ein verschissener Scherz, oder? Dass ich jetzt hier keine Dinge habe. Also bitte! Na, immerhin. Bisschen anderen Jumble.
Hier ist noch was zum Looten. Vorne ist auch noch was zum Looten. Ach, das war echt schweinedumm, dass ich mich da so hingestellt habe. Ich habe vermutet oder gehofft, ich habe gehofft, dass ich vom Boden aus, also aus der Kniung heraus looten kann. Aber nein. Nö, es geht nicht. Dumm. Ist hier vielleicht was drin, ne? Ja, da werde ich mich natürlich noch ein bisschen informieren für diese Quest speziell, dass ich da jetzt nicht irgendwie Jahrzehnte am Rumkacken bin. Beziehungsweise ich denke, ihr werdet mir wahrscheinlich unter dieses Video bereits einiges schreiben, was man da wie machen kann. Komm schon, ist es auch ausgeräumt? Nein, ist es nicht. Nice. Oh, no. Nice. Läuft da jemand? Es klang so. Als wenn jemand direkt unter mir gelaufen wäre. Ach, shit, Mann, was ist... Gottes Willen, meine Damen und Herren. Was ist da los? Okay, warte, warte. Krasser Scheiß. Full? Sie ist full? Welche Exits sind offen? Ach, leck mich doch. Scheiße, Mann, wir müssen echt weit laufen. Wir müssen ultra weit laufen, beziehungsweise, ja doch, 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 doch. Das ist schon echt ein ganzes Stück. Aber das macht nichts. Lass ich mal schauen, ob da was ist da hinten. Nein. Letztens im Stream ist echt die Härte passiert. Wir hatten einen Bot mit einer SKS oder so auf einem Dach, auf das man auf keinen Fall kann. Das heißt, der Bot hat sich irgendwie hochgebackt, der wurde irgendwie gespawnt, der war auf einem Haus gestanden. Ganz, ganz, ganz weit. Oh, gerade eben hat es voll den Leck gehabt. Er war ganz oben auf so einem scheiß Haus gestanden. Und ich dachte, wollt ihr mich jetzt gerade echt verarschen? Naja, ich habe keinen Platz dafür. Hat sich jemand hingelegt? Nee, ne? Nope. Naja, schauen wir mal. Wir können da unten gleich noch kurz was looten. Wobei ich jetzt nicht wüsste, was hier noch Besseres zu finden sein sollte. Guten Rucksack oder so wäre natürlich edel, aber au. Den hat so eine Leiche natürlich nicht auf, so ein Rucksack. Wir gucken trotzdem mal rein. Oh. Seht ihr das? Das klang gerade voll komisch. Oh. Da ballert jemand. Ich gucke jetzt gar nicht mehr weiter. Ich gehe direkt weiter. Also ich versuche jetzt dann doch lieber ans Exit zu kommen. Weil wir eben auch so viel verloren, also nicht viel verloren haben. Vor allem im Vergleich hierzu. Kann man die Leiter da vielleicht hoch? Sag bloß, da kann die Leiter dann hochgehen. Dann raste ich aber aus, Leute. Das muss ich jetzt testen. Nee, kann man nicht. Okay, ich wollte gerade sagen, ah ja, aber doch nicht. Da hinten schießt jemand. Ich schaue ganz kurz an das Exit da vorne links. Das ist zwar kein aktives, da können wir nicht raus. Ich will nur kurz gucken, ob da Bots stehen oder nicht. Hinten wird immer noch geschossen mit der Popcornwaffe. Klingt irgendwie merkwürdig. So. Okay, was war das? Keine Ahnung. Wir gehen. Die schmeißen da sogar mit Granaten rum. Wie man eben gehört hat. Schwierig, weil das ist natürlich genau unser Weg, den wir jetzt gleich nehmen müssen. Sag bloß, der ist ja vorne bei der Factory. Der Schütze. Entweder hier drin ist, raste ich aus, ne? Gott, wie es da abgeht. So ist man komplett lautlos, auch im Gebüsch, wenn man schleicht. Irgendwie schon, ne? Aber wenn jetzt hier ein Bot steht und er mich zuerst sieht, bin ich weg. Ich habe ja keine Rüstung oder sowas an. Oh, 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 oh. Also ich werde versuchen, das Schmuggelboot anzupeilen. Mal gucken, ob wir es schaffen. Er ist ultra close. Er ist so close. Er ist da drüben. Einfach neben uns. Und ballert um sich.
Das heißt, die Tür ist hier bestimmt offen. Komm schon, komm schon, komm schon. Fuck. Das ist jetzt echt dumm, ne? Das ist sogar sehr, sehr dumm. Jetzt muss ich nämlich sackweit laufen. So auf dem offenen Feld. Oh, das ist echt eklig. Da kann jederzeit irgendwo, von irgendwoher ein Schuss kommen. So flupp. Ein kleiner SKS-Schuss und ich bin geschisselt. Einfach, weil ich hier nackt rumlaufe. Und Kevl! Wisst ihr noch diese volle Runde, die ich gemacht habe im Stream mit Kevlar und Co. mit Helm? Oh, da ist einer. Den müssen wir jetzt kurz abwarten. Es sah so aus, als würde er direkt herkommen. Ja, die Kevlar-Runde war krass. Da habe ich so hart überlebt, also so lange überlebt. Ich bin dann zwar am Ende auch gestorben, aber ich habe immerhin drei Leute, also zwei Skeffs und einen Spieler gekillt. Oder zwei Spieler, einen Skeff, ich weiß nicht. Scheiße, hier war doch eben einer. Das ist jetzt eklig. Stillstand ist hier wirklich nicht gut. Der ist von da oben runtergelaufen. Ich habe sein Köpfchen gesehen. Er könnte überall sein. Ah, das ist sehr, sehr unangenehm. Zumal ich ja gerade so eine dicke Wumme am Start habe. Die würde vielleicht sogar unsere 1 Million Rubel voll machen. Das will ich natürlich auch in einem Video machen, klar. Da vorne ist jemand, wird dann gesehen, mitten auf der Straße. Da kann man rein, da kann man rein. Hier kommt der Sprung, muss klappen. Jawohl. Okay, passt auf, passt auf. Ich muss mich ein bisschen... Fuck, 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 oh Gott! Bitte sei ein Mensch, der nicht zielen kann. Au! Mein Arm! Da durch. Okay. Okay, okay. Okay, alles cool, alles cool. Es ist nicht schlimm. So, hier sind wir eh in Sicherheit. Zumindest vor dem. Ah, nicht stehen bleiben. Bloß nicht stehen bleiben. Ich weiß nicht, was das für eine Waffe war. Ich kenne mich hier noch nicht so gut aus. Ich kann bis jetzt maximal diese Popcorn-Waffe schusstechnisch von den anderen unterscheiden. Und natürlich sagen, ob was eine Schrotflinte ist oder nicht. Aber das war's auch. Da ist man. Da bin ich in meinem Latein auch wieder am Ende. Shit, Mann. Müssen die jetzt direkt da vorne rumballern? Ich weiß schon, wo die sind. Die sind da, wo wir auch diesen riesigen Fight hatten mit den Bots und den Spielern. Lesen sie nicht. Nice. Ich glaube, da mache ich die Quest, sobald ich Bescheid weiß, wieder mit euch. Also mit einem oder mehr. Wir können hier bis zu 5 Leute, also wir können zu 5, das heißt 4 von euch mit mir, können wir hier online spielen, zusammen. Ihr wisst zwar, ihr wisst ja auch, dass es einem zwar nicht viel gibt, wenn man jetzt als Team reingeht. Also wir spawnen zwar beieinander, aber das war's. Wir haben keine Markierung über dem Kopf. Wir können uns trotzdem auch alle gegenseitig mit einem Schuss killen, wenn wir keine Rüstung haben. Man muss halt einfach Sack aufpassen und schön über das Teamspeak am besten quatschen die ganze Zeit, wo man gerade steht und so. Status-Updates. Aber ja, dann lieber mit euch, beziehungsweise wenn ich safe weiß, ob ich auf der richtigen Map bin, dann... Aber jetzt nicht irgendwie mit dem Equip... Noch versuchen, hier die Häuser zu durchsuchen. Ich denke, dass es hier drin ist, in irgendeinem von diesen Häusern. Wahrscheinlich sogar in einem abgeschlossenen Bereich. Aber ich habe schon zu so gut wie allen Türen hier drin den Schlüssel. Naja, so gut wie alles vielleicht übertrieben. Zu einigen die Schlüssel. Das heißt, die Karten sind schon ganz gut, denke ich. Okay, jetzt wird's... Halt? Nee, doch nicht. Die Tür da oben ist offen. Das heißt, da ist jemand irgendwo am Hasseln. Ich weiß noch, das wollen ich hier auch mal, gerade wenn wir nach Hause gehen, also ins Exit laufen, dass wir hier ultra überrascht wurden. Das ist richtig unangenehm. Hier hat dann einfach irgendjemand gesessen, ne, gerade hier am Rand ist es ja echt grandios, sich irgendwo hinzusetzen. Und hat uns geschnitzelt, aber haarig. Ich weiß nicht, ob wir es dann noch geschafft haben nach dem Überfall. Ich glaube, wir sind beide verblutet. Bin mir nicht ganz sicher. So, okay. Okay, jetzt ist nochmal ein wichtiger Punkt, sehr wichtiger Punkt, hier oben. Da ist so oft irgendwelche Action, nochmal ganz kurz hinten abdecken. Okay. Komm schon. Weil direkt dahinter ist das Exit, das wir jetzt benutzen können, aktuell. Ich mach langsam. Da vorne wird geschossen. Ich sehe keinen, ich renne zum Exit.
Könnte sein, dass hier irgendwo einer hockt. Da unten ist es. Das ist das Exit hier. Komm schon. Na, na, na. Oh! Nice, nice, nice. Immerhin eine Kalaschnikow gesnackt. Jawohl! Also schön den Verlust von vorhin wieder reingeholt. Die Waffe ist, glaube ich, 13.000 oder 14.000 wert gewesen, die ich vorhin verloren habe. Was nicht tragisch sein sollte. Ich glaube, die ist mindestens... Ist die 20.000 wert, die Kalaschnikow? Wir gucken mal kurz. Ich mach's mal dahin. Ist das ein direktes Magazin für sie? Ist das vielleicht möglich? Ist das ein Magazin für die, wo man ist? Wir examinieren das hier noch jetzt in Ruhe. Okay. Was geht da rein? Man sieht ja eigentlich hier auch immer, ne? Diese Magazine. Manchmal gehen manche Dinge halt irgendwie verschiedene Dinge. Ich kenne mich da zu wenig aus. Ist das hier vielleicht auch ein passendes? Weiß ich nicht. AK-47. AKS. Naja, gut. Kurz nach dem Geld noch gucken, was jetzt das in Finanzen. 11.000, oh mein Gott. Aber zusammen passt es schon. 11.000, 5.000, 1.500. Das haben wir nicht mitgenommen, ne? Aber hier, da, nochmal 1.400, 300. Also wir haben schon die Pistole zumindest wieder drin. Das ist eine von denen. Ach, die ist sogar nur 9.000 wert im Verkauf. Ich dachte 13. Oder doch 13? Ich weiß nicht, welche es war, ob es jetzt diese war oder die. Ich glaube, es war sogar eine von den beiden. Es war irgendeine MP, 400 irgendwas. Ja, von daher haben wir jetzt keinen großen Verlust gemacht. Ich werde nochmal nachschauen, wo diese Dinge ist, diese Kette, die hier. Ich werde mir das hier nochmal in Ruhe durchlesen und dann auch nochmal kurz im Internet schauen, ob da schon irgendwas steht bezüglich dieser Quest. Und dann weiß ich Bescheid. Leute, dann schon mal vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn nicht, dann schreibt mir, was euch nicht gefallen hat. Und natürlich schön einen Daumen nach unten, ist klar. Ja, vielen Dank, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.